Hallihallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Ja, wir haben das letzte Mal nach Diamanten gesucht und keine gefunden, dafür ja anderes Zeugs, was unser Inventar schon wieder voll macht. Und heute ja, müssen wir die Diamanten finden und machen Zaubertisch für Zauber, die Spitzhacke und so weiter. Und ja, werden dann auf Erkundung gehen. Ich brauche eine Portal Gun oder so etwas. Und bis dann muss ich halt mit der Map porten. Weil so weit sind wir jetzt gegangen. Da finde ich niemals wieder zurück. Und nach oben will ich mich auch nicht so graben. Naja, müssen wir halt kurz teleportieren mit dem Ding. Aber wir finden nichts, rein gar nichts, was nach Diamanten aussieht. Und ich habe sie übersehen, weil die Diamanten auch andersfarbig sind. Mit den Steinblöcken, wie zum Beispiel blau schief. Aber das ist natürlich ja schon fast normal, weil so viele Erze gespawnt werden. Das manchmal halt nicht. Ah, wir haben Diamanterz. Seht ihr, das ist doch grün, oder? Was ist das für eine Farbe? Ja, was wollte ich wegwerfen? Da, weg. Ich brauche nie diese Flintstones. Ja, es sind keine mehr, oder? Noch löschern? Nö. Also können wir kurz teleportieren, wenn wir. Ja. Boom! Cool. So. Praktisch. Gut. Ja, dann machen wir hier noch die Blöcke rein. So. Dass ich ein bisschen besser sehe. Weg. Und ich möchte da noch ein bisschen Kupfererz. So. Jetzt machen wir den Zaub. Ja, können wir noch nicht. Kann das auch weg, bitte. So. Also, wir brauchen hier das Weizen. So. Ja, die Kühe sind noch nicht so, sind noch nicht so viele. Aber wir brauchen ein Leder. Wir müssen eins dann töten. Eine Kuh. So, was machst du draußen? Komm rein. Hallo. Nerv nicht. Schon wieder ein Part, wo Kühe nerven. Kühe nerven immer. So. Also wer hat noch nicht? Wer will noch? Die zwei. Gut. Dann wählen wir mal aus, welche Kuh sterben muss. Welche war jetzt draußen? Na ja, egal. Ich glaube die. Ha! Danke. Wirklich toll. Jetzt. So. Wir müssen hier noch. Wir haben unten Zuckerrohr. Können die alle anpflanzen. Wir brauchen nämlich viele. Ja, das ist weniger schön hier. So. Dann gehen wir runter. Hallo, Skelett?
Scheiße, spawnst du Skelett, das geht noch gar nicht. So. Dann haben wir die Sachen. Los, Zucker. Ja, 7 reichen. Genau. Ja, reichen eigentlich schon. 3 reichen schon. So. Machen wir den Zaubertisch. Yay. Gut, ja, im Bücherregal brauchen wir mehr Leder, aber... Ja gut. So, jetzt machen wir mal Kisten aus Eisen. Das geht mal nicht so weiter. So. 2 Eisenkisten. Ja, die machen wir hier hin. Ah, die kann man gar nicht zusammen. Ja, egal. Das sind Doppelkisten in einer Form, oder? Sehe ich das richtig? So, Diamantschwert, ne. Wer bauen wir noch auf? So, Dele. Dann das Kupfer. Ja, die Schere nehmen wir mit. Und Eisen jetzt da. So, Dele. Gut. Ja, den Zaubertisch müssen wir oben. So. Am besten irgendwo oben hinstellen. Oh ja. Schlafen bitte. Aber dringendst. Schneller bitte. So. Wir machen den Zaubertisch gleich hier oben rechts. Ja, hier irgendwo schön. Und hier ist weg, der Baum. Den Baum mal weg. So. Dann schauen wir mal. Hä? Ich habe doch jetzt schon die... Ah, das ist wahrscheinlich der nächste. Muss ich kurz schauen. Da. Obsidian nochmals. Buch und fehlt ein Enderauge. Wir haben keine Enderperle. Trankgenerator. Ach Mist. Schade, wir brauchen den Ding. Hm. Wo muss ich jetzt Enderperlen farmen? Ja. Wir müssen eine Enderperle holen irgendwo. Und wir müssen noch in den Nether. Das ist blöde. Haben die das geändert? Ja, die haben das geändert, seitdem es der neue Zaubertisch gibt. Kenne ich nämlich noch nicht. Hm. Ja, da gehen wir mal auf Reisen. Ich brauche eine Portal Gun. Eine nette, schöne Portal Gun. Die Bären, genau. So, Dele. Jetzt haben wir Eisen. Jetzt können wir auch wieder einen Eimer machen. Du gehst hier rein, du bleibst hier. Weizen kommt hierher. So. Zaubertisch noch. Und jetzt können wir gehen. Also schauen wir mal, in welche Richtung am besten wir gehen können. Können wir auch an Materialien kommen? Was ist das? Ist das eine Burg? Gehen wir mal nach Südwesten. Was wollte ich noch schauen? Ah ja, wegen dem Wasser. Genau. Wollte ich noch nehmen. Ja, ich will ungefähr... Ja, wir müssen in diese Richtung. Durch den Spawn. So. Hm.
Dann werden wir schauen, dass wir eine Nacht versuchen zu überleben. Ja, wir haben ein bisschen Eisen für noch mehr Schutz. Hallo, hey. Wieso geht das Inventar-Ding auf? Wenn man auf den Pfeil klickt oder was? Na gut. Hallo? Was bist du dort unten? Ist das wie eine Burg oder so? Also ein Dorf, das inmitten einer Mulde, einer Ding ist. Aber das sieht anders aus. Es ist keine Mulde, es ist einfach ein anderes Biom. Hat das gerade geleckt? Die Kuh war plötzlich verschwunden. Also da wir ja jetzt Kühe haben, können wir die Kühe schlachten für Leder und für Fleisch. Das ist tausendmal effizienter als das Züchten, das langweilige Züchten. Dort ist auch ein... Was ist das? Da. Gehen wir gleich mal hin. Wo ist das da drüben? Ah, das ist ein Baum wahrscheinlich. Da gibt es die Bäume. Oh, Pferde haben wir hier. Was ist das? Das ist ein Baum, gell? Ich will immer wieder. Das ist ein. Maulkopf, genau. Ja, die kenne ich noch, aber die Texturen sind irgendwie ein bisschen anders. Die waren doch viel dunkler. Da drin ist, glaube ich, nur Lava. Da ist nicht mal Lava drin, doch, ist Lava drin. Glowst brauchen wir. Nein, wir brauchen Lower-Routen für den Zaubertisch. Aber ein bisschen Glowstone ist nett. Ein bisschen Obsidian. Ja, das ist überall, aber lassen wir es. Gut, also jetzt will ich mal schauen, was das ist. Das sieht so komisch aus. Und das Biom da ist recht grün links. Ja, das ist ein normales, wie sagt man dem? Biom schon wieder. Mal kurz schauen. Ah, Meadow, genau. Das Drogen. Ich lasse die hin und tue sie dann nachher zu unserer Basis holen. Ja, irgendwann werden wir was, wenn wir es brauchen. Ja, Leute, wo ein bisschen zu viel, wie heißt die Droge mit den Farben? Das ist das? Das ist einfach nur... Okay, da ist aber etwas... Meteorit. Das ist wegen dem Stein hier so farbig. Himmelstein. Okay. Noch mehr Kühe. Ich räche mich jetzt an die KI. Ihr dürft live zuschauen, wie ich hier alles ausrotte, das dumme KI hat. Vor allem im Gelände, in unwirtlichem Gelände. Hallo Zombies, wollt ihr auch ein bisschen spielen? Danke. Die Bäume, die sind so... Especially. Man kann nicht zu, also nicht besonders irgendwas zu sagen, einfach sie wachsen sehr, ja, sie haben sehr komische Äste. Viel Blattwerk. So,
Einen See haben wir da, einen Berg mit neuem Gestein, das ich jetzt noch nicht gesehen habe. Ich glaube, ein Feed Beast Modpack hatte diesen auch drin, aber dann war es wieder weg. Ich habe den nie so richtig kennengelernt, der Mod. Underground Biomes Constructs. Also der normale Mod, der wurde dann nicht mehr weitergemacht. Und der Constructs ist der neue Mod. Mit den gleichen Sachen. Ja, dann haben wir hier noch Bambus. Oder Rohrschäfing, sei das. Schilfrohr einfach, okay. Und was haben wir noch? Da Blumen. Das ist nett. Die können wir dann als Dekoration nehmen. Ich habe sowieso, dass wir ein Volk machen, das sind wahrscheinlich die Wikinger, wo recht wenig mit Natur haben. Die fällen die Bäume wegen den Schiffen und so. Und haben zwar viele Holzbauten und so, aber ja, im Holz halt sozusagen als Antinatur. Und dann haben wir noch zum Beispiel Wikinger. Piraten, genau. Oh, Mama. Cool. Und Xylitblock. Damit können wir ein Haus bauen. Oh. Mama und Xylitblock zusammen. Oh, schön. Also zum Beispiel die Piraten, die machen wir dann recht dunkel und böse und ja, räuberisch sozusagen. Also wir haben sehr viel vor. Ich hoffe, die Motivation bleibt vor allem. Aber ich denke, es gibt genug Sachen, es gibt genug Abwechslung. Wir können eigentlich immer wieder wechseln mit den Sachen, die wir bauen. Zu viele Projekte möchte ich eben auch nicht haben. Ich finde, das macht so ein bisschen, ja. Es nimmt einfach wie sagt man dem? Ja, das Ziel weg, sozusagen. Was ist das? Hallo? Ein Roguelike Dungeon. Okay. Ja, das ist zu schwer noch. Das sind böse Dungeons, das ist nicht gut. Rogue 1. So. Also wieso brennt der Ofen noch? Ja, genau, die Küchen gehen kaputt, das wollte ich mal testen. Toll. Ah, oben wollte ich noch schauen, genau. Oh, Kiste. Haltbarkeitsschutz 2. Nehmen wir beide mit. Gebratener Fisch. Fackel. Spinnenauge. Nochmal ein gebratener Fisch. Statistics. Das will ich mal. Naja, sonst brauchen wir immer Tropenbaumsetzling. Und Knochen. Gut. Das Buch, Bücherregal, ja, okay. Jetzt haben wir alles voll. Na, gehen wir dann wieder zurück. Aber etwas möchte ich genau noch mitnehmen. Und das sind die Setzlinge von den Fichten. Aber eine Fichte, die nicht so groß ist, die da. Und zwar, ja, die Orchidee, die setze ich hier hin und die Statistik möchte ich kurz lesen und dann wegwerfen. Aha. Okay, was in den Roguelike Dungeons so ist.
Also vor allem im Daemon-like Dungeon wahrscheinlich. TNT, das sind die für die Fallen, das ist klar. Okay. Ja, also, ja, das lasse ich mal. Das ist schon praktisch. So. Da haben wir noch Harz, Resin, ja. Blackberry wegwerfen. Da brauche ich nur noch eins zum Wegwerfen. Ja. Ist natürlich nicht so praktisch, wenn man alles braucht. Die Werkbank. Können wir immer wieder craften. Haben wir jetzt kein Ding bekommen? Okay. Ja, lassen wir das. So, Udele. Dann gehen wir wieder zurück. Wir haben genug gesehen im nächsten Part. Oder wir machen jetzt ein paar fertig und ich mache nochmal so ein Part. Ja, also dann bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.